Bio war für uns eben schon nachhaltig, kreislaufbezogen und natürlich Zufriedenheit, höhere Lebensqualität für die und für die anderen. Ja, halt angefangen von den Speisegetreiden haben wir halt Trockenwinkelwort, das übliche, Nackthofer, Gerste, Buchweizen, Körnermais und halt ein paar Sorten Kartoffeln. Und das schauen wir halt alles, so viel es geht, ob auf zu vermarkten. Dann haben wir halt noch die Streuobstwiesen, wo wir halt nachher noch Äpfelsaft machen. Und halt bei die Mühle, die geht halt noch mehr oder weniger über das ganze Jahr. Nicht? Wir können unsere Produkte selber aufbereiten. Nicht? Jetzt können wir uns da halt ein bisschen spielen mit der Vielfalt und auch mit der Sauberkeit, können wir uns ein bisschen abheben. Durch das, dass wir halt einfach wissen, das Endprodukt ist das Wichtigste. Jetzt haben wir da nicht die größere Masse. Wir tun zwar für viel für die anderen, auch nicht. Für Osttirol, Oberkärnten, Südtirol, viel kommt von Nordtirol sogar auch noch einer, die kleinen Mengen, weil wir eben noch sagen wir, von 300 Kilo angefangen haben, können das auch schon aufbereiten. Ja, die Mütterkühe-Herde, was wir haben, ist halt, das sind halt 10 Mütterkühe. Wir haben jetzt einen halt allem 3 Generationen auf dem Hof, durch das, dass wir jetzt auch nicht Jahrlinge machen und nicht Einsteller, sondern dass wir sie jetzt an allem fertig mischen, haben wir nachher allem nur die 2-Jährigen auch noch da. Das, dass wir halt auch die Milch ein bisschen selber haben und alles, haben wir uns halt auf die Pinzgauer geeinigt, nicht? Das ist eine alte Zweinutzungsrasse und das Um und Auf ist halt bei uns, dass halt eine Gesundheit und auch noch eine Harmonie in Stall ist und da gibt es noch bei Pinzgau ist halt einfach noch eine Rangordnung drin. Da ist noch die Kühe haben noch eine Klauengesundheit, haben eine Altergesundheit. Kommen mit einem, sage ich jetzt einmal, schlechten Grundfutter heutzutage verhältnismäßig zurecht, also mit einem normalen Hai. Sie brauchen nicht Höchleistung Soja und Silo, sondern können jetzt noch mit Hai fräsen und du kannst mit den normalen Futter die auch fertig mischen und auf ein super Endprodukt kam, dass man halt ein bisschen die Zeit halt dafür die erste Rolle spielt und die gibt man so ihnen gern und das wird man nachher auch, die Viecher sein nachher auch, wenn sie jetzt aber länger bei uns sein, natürlich umso ruhiger, mit 1,5, 2 Jahren sind das schon heimzahm und nachher ist das schon wieder 10-mal so relaxed wie sonst.